Vrindavan oder Mayapur oder Jagannath Puri oder andere Orte. Und all diese Orte, die wir finden, liegen im Heiligen Land. Und dieses Heilige Land ist Indien, das Bharatvarsha, so, das ist das heiligste Land auf dieser Welt. Und warum ist es so heilig? Weil all diese Persönlichkeiten, all diese göttlichen Formen, die beschrieben werden in den Veden, sind nicht auf der ganzen Welt erschienen, in unterschiedlichen Ländern oder verschiedenen Teilen der Welt, sondern komischerweise immer in diesem Landteil. Immer da, im heiligen Indien so. Und so können wir, egal welche Form wir sehen, ob wir direkt über Krishna sprechen, ob wir über Lord Chaitanya sprechen, ob wir über Nrsingadev sprechen, ob wir über Kurma sprechen oder über, sucht euch irgendeine Form aus. Irgendeine Form. Egal welche Form davon, sie ist in Indien erschienen. Nicht alle, aber die meisten. Zumindest die, die hier auf der Erde erschienen sind, sind an diesem heiligen Ort erschienen. Warum ist das so? Weil wenn Krishna erscheint, bringt er seinen Raum mit und seine Devotis bringt er immer mit und gibt sozusagen uns die Möglichkeit, bei diesen Räumlichkeiten, die er mitbringt, die ihn selbst repräsentieren, Zuflucht zu suchen. Und so können wir, wenn wir eine Anziehung haben, zu egal welcher Form auch immer, sagen wir jetzt mal, wir haben die Anziehung direkt zu Krishna. Wir gehen direkt den Weg, direkt zum Chef, Krishna. Wo ist Krishna erschienen? Krishna ist erschienen in Vrindavan. Und so manifestiert Krishna sich in dieser materiellen Welt und bringt sein ewiges Königreich mit hierher. So. Und so haben wir Goloka Vrindavan hier auf Erden. Oder zum Beispiel den Erscheinungsort von Lord Chaitanya, Mayapur. So. Und egal welchen Ort wir nehmen, wo natürlich Vrindavan hier, Prabhupada erwähnt das auch, ist der heiligste Ort und das ist sozusagen der höchste Raum, den man betreten darf. Und dann wird beschrieben, dass wenn wir diesen Raum betreten dürfen, überhaupt wenn wir den überhaupt erstmal kennenlernen, durch die Philosophie, durch die Bücher von Prabhupada, dann irgendwann sind wir an einem Punkt, dass wir verstehen, ich will dahin, ich muss dahin. Automatisch haben wir eine Anziehung dazu. Und die Gottgeweihten, auch Prabhupada, hat uns eigentlich inspiriert, diese Orte zu besuchen. Und wir sollen diese Orte besuchen, weil warum? Weil das unseren Glauben, unser Bewusstsein, Krishna-Bewusstsein festigen wird und stärken wird. Und Prabhupada hat sogar davon gesprochen, es gibt mehrere Aussagen, wo er sagt, du solltest einmal im Jahr, solltest du, oder regelmäßig solltest du an diese heiligen Orte gehen. Und warum? Weil wir sitzen ja hier schon im heiligen Ort. So. Müssen ihn ja gar nicht verlassen. So. Prabhupada hat auch eine andere Aussage gesagt, egal wo ich bin, überall ist Vrindavan. So. Wie hat er das gemeint? Ja, weil er überall immer in einem Tempel ist, immer in einer guten Gemeinschaft, ist überall Vrindavan. So. Aber das sind alles Erweiterungen von dem ursprünglichen Vrindavan. So. Warum nicht mal zur richtigen Quelle gehen? Da, wo der Nektarstrom sozusagen seinen Anfang hat, wie hier beschrieben wird. Also müssen wir da mal hingehen, mal hin. Fahren und uns das angucken. Und das stärkt unser Krishna-Bewusstsein, weil diese Orte, die egal mit welcher Form, die mit Krishna verbunden sind, entweder mit Krishna selbst oder mit seinen Erweiterungen, das sind alles Orte, wo wir sehen können, ey, das ist wirklich passiert, das ist nicht einfach nur eine Geschichte, Krishna ist da und da geboren, sondern wir können diese Orte besuchen. Oder auch den Ort zum Beispiel von Nrsingadev oder andere Formen. Wir können diese Orte besuchen. Und egal wie alt das, ob das nun 5000 Jahre zurückliegt oder überlegt man, Nrsingadev, wann ist Nrsingadev erschienen? Das ist Millionen Jahre her. Und diesen Ort können wir aber besuchen gehen. Und diese Orte gibt es. Und es gibt es immer noch Plätze, die daran erinnern, okay, da stand der Palast von Kamsa. Da ist Nrsingadev aus der Säule rausgesprungen so, und man kann immer noch diese Plätze sehen. Oder da hat er sozusagen ihn aufgerissen und dann gibt es einen Fluss sozusagen, der immer noch, Jai Vijay Gaurangadhoni Tai Ki Jai, der immer noch rötlich gefärbt ist, wo die Devotis verstehen, da ist das Blut drin von Hiranyakashipu und ist egal, zu welcher Form wir eine Anziehung haben. Es wird irgendwo einen Platz geben, hier auch in dieser materiellen Welt, wo wir das
wo wir eine Bestätigung dafür kriegen, dass das Wahrheit ist. Und wie kann das sein, dass in dieser materiellen Welt es einen spirituellen Raum gibt? Alleine das zu verstehen, ist schon sehr schwierig, aber da sehen wir auch Krishnas Barmherzigkeit, dass er uns, obwohl diese materielle Welt so viele Fehler hat und so unrein ist und es alles unterworfen ist durch die drei Erscheinungsweisen und durch die Zeit und was auch immer, eigentlich ein Ort des Leid ist, gibt es trotzdem durch Krishnas Barmherzigkeit, durch diese heiligen Orte einen kleinen Einblick, wie könnte es denn anders sein? Ein Ort, wo eigentlich eine andere Gesetze wirken, so als hier zum Beispiel in Köln. Wir können nicht hier in Köln groß alles verändern, so von dieser materiellen Energie verändern. Wo die materielle Energie verändert ist, ist hier in diesem Gebäude. Und es ist da, wo die Devotis zusammenkommen. Da können die was verändern, können diese materielle Welt verändern und verbessern. Aber die normalen Gesetze walten trotzdem normal weiter so. Aber jetzt gehen wir in andere heilige Orte, zum Beispiel nach Vrindavan oder andere Orte. Da läuft das anders ab. Das ist genau das, was hier beschrieben wird, kann man da live sehen. Erstmal kann man die Plätze sehen, wo Krishna erschienen ist. Man kann die Orte besuchen, wo gewisse Spiele vorgekommen sind. Man kann die Gottgeweihten da treffen, die sehr absorbiert sind und diesen Plätzen dienen. Man kann sie hören und chanten sehen und man kann da auch Prasadam zu sich nehmen, was natürlich eine viel, viel kraftvollere Wirkung hat als zum Beispiel unser Prasadam hier. So, muss man immer mal ganz ehrlich sagen. So, es hat eine andere Kraft, weil die ganze Umgebung mehr spiritualisiert ist. Wir haben ja auch eine spirituelle Umgebung, klar. Aber jetzt überlegt mal, ihr tretet in einen Ort ein, der 100%, 108% nur spirituell ist. Wo alle Menschen, die da leben, nur Dienst machen für Krishna. Und alles Devotis sind. So. Das macht den Unterschied. So. Und das haben wir halt zum Beispiel in Vrindavan. Dass alle Menschen, die da leben, alle Menschen, die da Geburt genommen haben, das können wir hier von Köln nicht sagen, alle Menschen, die in Köln Geburt nehmen, sind keine Gottgeweihte. So. Muss man einfach mal ganz ehrlich sagen. So. Und auch wenn wir in unsere Reihen hier angucken, sind hier wirklich Kölner? Nein. Ich habe damals mich in Berlin gejoint. Gab es da wirklich Berliner Devotis? Ja, eins, zwei, ich war einer davon. Aber der Rest waren alles Devotis aus überall her. So. Aber gehen wir jetzt nach Vrindavan oder gehen wir nach anderen heiligen Orten? Da werden Menschen direkt in diesem Ort geboren. Und unterscheiden sich diese Menschen, diese Lebewesen, die da leben, von diesen Lebewesen hier in dieser materiellen Welt? Ja. Das müssen wir verstehen, obwohl wir vielleicht die Körper gleich sehen und denken, das ist genauso ein Mensch, so wie du und ich. Wird aber in den Veden beschrieben, dass wenn die Halbgötter auf diese heiligen Orte herunterschauen, sehen sie nicht diesen materiellen Körper. Sie sehen nicht Mann und Frau und was auch immer, was wir halt sehen würden, wenn wir darauf gucken, sondern sie sehen den spirituellen Körper. Und so wird beschrieben, dass wenn sie zum Beispiel auf einen heiligen Ort schauen, dann sehen sie die spirituelle Form. Dann sehen sie lauter Vishnus, sind dann da gegenwärtig. Und sie sehen diese spirituelle Form und sehen diese wirklichen Diener im Herzen. Und wir können das auch sehen, wenn wir reine Gottgeweihte werden, können wir das auch verstehen, aber wir können es trotzdem nicht wahrnehmen. Aber die Halbgötter können das sehen. Und deswegen verehren die Halbgötter auch diese heiligen Plätze plus die Lebewesen, die in diesen heiligen Plätzen leben. Weil wenn du Geburt nimmst an einem heiligen Ort, und das können wir alle nicht sagen, haben keine Geburt genommen an einem heiligen Ort. Aber jetzt überlegt mal, ihr geht da hin, wo Leute sind, die da an diesem heiligen Ort geboren sind. Diese Devotis, diese Menschen da vor Ort haben eine ganz andere Kraft, weil nicht jeder an so einem heiligen Ort leben darf oder überhaupt sagen kann, dass er da Geburt nehmen kann. So. Eine ganz andere Power. So. Und wenn ihr Gemeinschaft habt mit so einem Devotis, dann färbt diese reine Gottesliebe, die sie von klein auf haben, färbt auf uns ab. So. Und deswegen hat Prabhupada gesagt, sollt ihr in den heiligen Ort fahren, sollt ihr Zuflucht suchen bei diesem heiligen Ort und ihr sollt diesem heiligen Ort dienen. Weil wir dienen den Gottgeweihten, wir dienen Krishna, wir dienen dieser ganzen Bewegung von Chaitanya Mahaprabhu, aber wir sollen auch eine Sache verstehen, wir sollen auch dem heiligen Ort dienen.
Und das machen wir von ganz alleine. Wir dienen hier dem Tempel und wir dienen hier. Das ist die Vorbereitung dafür, dass wir eigentlich den richtigen heiligen Orten dienen sollten, nämlich Vrindavan oder Mayapur oder Jagannath Puri oder andere Orte. Zum Beispiel Ahobilam, der Ort von Nisshengadev, oder sucht euch irgendeinen Ort aus. Indien ist voll mit diesen Orten. Es ist egal, welche Form ihr anziehend findet, die mit Krishna verknüpft ist, ihr werdet einen dementsprechenden Ort finden in Indien. Und eigentlich könnte man das machen. Du könntest, egal wo du hingehst, du könntest dein ganzes Leben lang, könntest du von einem Ort zum anderen gehen und könntest diese Orte besuchen. Du würdest, ein Leben würde gar nicht ausreichen, diese ganzen Orte zu besuchen. So. Wenn du dann noch verweilen willst an diesen Orten, dann. Deswegen hat der Lord Chaitanya auch diese Pilgerreise gemacht. Ja, die ganze Südindien hat er überall abgeklappert und hat diese ganzen heiligen Orte besucht. Und so ist ganz Indien ein heiliger Ort. Und es ist egal, wo du hingehst, ob du nach Norden, Süden, Osten, Westen, in die Mitte, egal in welchem Bezirk, überall wirst du Krishna finden. Überall wirst du eine Form von Krishna finden, eine Form von Vishnu finden, die da der Hauptdeity ist und die da verehrt wird. Und wo es eine jeweilige Geschichte zu gibt. Und man kann diese Orte besuchen. Und dann sollten wir die nicht besuchen, einfach nur um unsere Sünden vorzuwaschen und zu sagen, jetzt bin ich gereinigt und jetzt bin ich so heilig und jetzt kann ich ein Bad im heiligen Fluss nehmen. Und aber immer mit dieser Intention, ich nehme was, ich nehme was, ich nehme was. Das sehen wir in Indien, kommen tausende Pilger, egal wohin. Und die nehmen alle nur. Alle nehmen. So wie hier auch in Köln. Die Leute kommen zum Sonntagsfest, kommen zum Programm und nehmen, 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 nehmen. Was nehmen sie? Prasadam zum Beispiel. Die nehmen die Klangschwingung mit. Die nehmen alles mit, klauen uns alles. Und wir sind so barmherzig und lassen das zu. Und das ist gut. Aber das ist nicht, das ist kein Krishna-Bewusstsein, dass wir nur irgendwo hinkommen und nehmen, nehmen, nehmen. Sondern der nächste Punkt ist, dass wir etwas zurückgeben, dass wir Dienst darbringen diesem heiligen Ort. Genauso wie hier auch. Die Leute kommen, nehmen, nehmen, nehmen und an irgendeinem Punkt sind zwei, drei dabei, die sagen, ey, ich komme jetzt regelmäßig, ich würde euch gerne auch mal dienen, ich würde gerne auch mal eine Spende geben, ich will auch Teil der Gemeinschaft sein und sie integrieren sich. Das ist Dienst zu dem heiligen Ort und nicht einfach nur Ausbeuten des heiligen Orts. Zurück zu Indien, da sind so viele Pilger, die kommen, nehmen, 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 geben. Und ziehen sozusagen diese Energie. Und klar, jetzt könnte man sagen, so ein heiliger Ort ist so viel mit transzendentaler Energie gefüllt, der kann gar nicht ausgesaugt werden, das geht gar nicht. Aber andersrum wird auch in den Veden geschrieben, dass genau das nämlich passiert. Dass Leute saugen diesen heiligen Ort aus. Und wer lädt diesen heiligen Ort wieder auf? Es wird auch beschrieben, das sind genau diese reinen Gottgeweihten. Diese reinen Gottgeweihten, wenn sie diese Orte besuchen, wenn sie da an diesen Orten Krishna Dienst da bringen und eigentlich dem heiligen Raum dienen, dann laden sie sozusagen den Raum wieder auf. Und das ist ganz speziell. So. Dass ein heiliger Devotee, der diese Orte besucht, lädt diesen Raum wieder auf. Und genauso ist das hier auch in den Tempeln. Wenn mal ein heiliger Maharaj vorbeikommt, ein Guru, ein Prabhupada-Schüler, alle inspiriert, alle sind da. Und es macht wunderbar Spaß. Und dann geht diese heilige Person wieder und dann wir so, ach, jetzt komme ich, will ich nicht mehr zum Programm kommen, jetzt bin ich nicht mehr so inspiriert, da mitzumachen oder jetzt ruhe ich mich erstmal wieder aus. Aber jetzt überleg mal, es gibt Tempel, da geben sich die heiligen Persönlichkeiten die Klinke in die Hand. Ein Maharaj geht, der andere kommt. Zum Beispiel in London ist das so. Oder die haben gleich zwei, drei Maharajas da. Die Leute, die Devotees sind immer so im Feuer, oh, jetzt ist der da und die ist da und das Programm und total die Action. Das ist inspirierend. Und dann gibt es Tempel, ja, so wie bei uns, da läuft das ein bisschen anders ab. Aber es ist nicht schlimm. So. Aber versteht ihr so, diese Gottgeweihte bringen sozusagen diese Energie mit. So. Und deswegen sollen diese Gottgeweihten auch reisen und nicht an einem festen Ort permanent sein. Sollen immer reisen und sollen immer diese heiligen Räume oder Tempel, sollen sie mit neuem Leben oder können sie mit neuem Leben beleben und können das sozusagen wieder aufladen. So. Und wenn wir dem heiligen Ort dienen und nicht nur den ausbeuten sozusagen, dann haben wir auch einen Nutzen davon. Und dann haben wir auch in diesem System, können wir was Gutes dazu beitragen. So.
Weil der Devote, der richtige Vaishnava, will dem heiligen Ort dienen, möchte den Gottgeweihten dienen, sucht Zuflucht in diesem heiligen Ort und kann vielleicht selber was Gutes dazu beitragen, so, und lädt diesen Raum wieder auf und nimmt nicht nur von diesem Ort. Und das ist das, was wir hier lernen. Das ist das, was Prabhupada sozusagen uns zeigen möchte mit dieser internationalen Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein, dass wir dem heiligen Raum dienen sollen, ihn verehren sollen, ihn respektieren sollen und